Am vergangenen Sonntag ist wieder einmal ein Diagramm gezeigt worden, das nicht so ganz den Proportionen entspricht. Diesmal im Bericht aus Berlin. Man könnte das ja als einfachen Fehler abtun, wenn das nicht schon öfter mal passiert wäre und wenn das nicht komischerweise immer zugunsten einer bestimmten politischen Richtung passieren würde. Fragen über Fragen. Ganz kurz noch ein Blick auf die jüngsten Zahlen. Es ist schwierig für die CDU, aber in der Sonntagsfrage Infratest DIMAP, dem Deutschlandtrend, kommt die CDU derzeit auf 33% plus 1, der beste Wert seit 3 Jahren. Friedrich Merz macht einen hervorragenden Job, oder? Ja, im Gegensatz zu den Erstellern dieser Grafik. Denn irgendwas stimmt doch da wohl nicht. Die AfD ist mit 17% zweitstärkste Kraft, der Balken ist aber etwa auf Höhe der Grünen, die bei 11% liegen. Na, 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 ob das wirklich nur ein dummer Fehler ist? Der Bericht aus Berlin entschuldigt sich einen Tag später. In der gestrigen Sendung ist uns leider ein Fehler unterlaufen. In der Grafik zur Sonntagsfrage stimmten die Größenverhältnisse der Balken nicht. Die Zahlen waren korrekt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und korrigieren die Grafik. Wie genau dieser Fehler passierte, darüber schweigt sich der Bericht aus Berlin aus. Denn wir gehen doch mal davon aus, dass eine solche Grafik mittels einer entsprechenden Software erstellt wird. Wie kann es da überhaupt zu solch einem Fehler kommen? Oder bastelt da eine Aushilfskraft sowas per Hand? Das ist doch wohl kaum vorstellbar. Nun, wir würden ja nicht alle mittlerweile skeptisch nachfragen, wenn nicht schon öfter solche Verzerrungen bei Diagrammen vorgekommen wären. Die Medienseite über Medien berichtete schon 2018 davon, wie regelmäßig im ARD-Morgenmagazin Wahlumfragen fehlerhaft dargestellt wurden. Wobei es hier speziell die FDP und die Linke traf, die im Verhältnis kleinere Balken hatten, als ihnen nach Prozentpunkten zugestanden hätten. Und auch hier in der Mediatheke habe ich ja einige Beispiele dokumentiert. Im Februar dieses Jahres etwa sprang im SWR bei einer Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz der AfD-Balken plötzlich zurück. Im November vergangenen Jahres verwirrte eine Grafik in der Talkshow Maybrit Illner, die ausländische und religiöse Straftaten vom Balken her kleiner machte, als die Zahl hergab. Und rechte Straftaten wiederum im Verhältnis zu den sonstigen deutlich größer. Korrekt hätte die Grafik etwa so aussehen müssen. Es fällt schon auf, dass insbesondere zugunsten von SPD und Grünen bzw. deren Weltbild gern ein wenig geschönt wird. Manchmal geschieht das sogar unverhohlen. Wir alle erinnern uns daran, wie das ideologische Magazin Quarks bei der Frage nach dem Klimaschutz die FDP zwar auf den ersten Platz setzte, dieses Ergebnis jedoch dann nicht ertragen konnte. Tja, und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist ihre einzige konkrete Maßnahme. Seit Jahrzehnten steigen die Tage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius in Deutschland an. Besonders seit den 1990er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Schon allein in den vergangenen 12 Jahren gab es 143 Hitzetage. Und wir erinnern daran, dass sogar in Harald Leschs Sendung verzerrt wurde. Diese Grafik sollte zeigen, wie sehr die Zahl der heißen Tage in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen habe. Verschwiegen wurde dabei aber, dass bis 1994 nur alle 4 Jahre solche Tage überhaupt erfasst wurden. Kein Wunder, wenn insbesondere der linke Balken so niedrig ist. Da wirkt es schon geradezu absurd, dass die Tagesschau in ihrer Mediathek einen Lehrfilm hat, der uns vor gefälschten Grafiken warnt. Nein, nein, denn die Öffis zeigen ja immer nur gründlich recherchierte Balkendiagramme. Denen passiert sowas ja nicht.
Sehr gut, dann zeig diesen Film doch bitte allen Redakteuren bei ARD und ZDF mal. Natürlich passieren Fehler auch mal unabsichtlich. Man muss nicht immer gleich eine böse Verschwörung dahinter vermuten. Aber auch das ist für Öffentlich-Rechtliche ja peinlich, denn sie kriegen den Rundfunkbeitrag dafür, dass sie bitte gründlich arbeiten. Manchmal hat das sogar schon unfreiwillig komische Züge, wenn etwa am Abend der Sachsenwahl die AfD plötzlich statt blau lila wird und das BSW wiederum blau und gar keiner mehr durchblickt. Sehr viel bedenklicher und ärgerlicher ist da eine unabsichtlich oder absichtlich vorgenommene Manipulation in der ARD-Dokumentation Die große Angst, die am vergangenen Montag in der ARD lief und die Angriffe auf Politiker zum Thema machte. Auch gegenüber Politikern haben Gewalttaten, Beleidigungen und Drohungen in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Mit einer Besonderheit. Während die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker der AfD nach der letzten Bundestagswahl sanken, steigt die Zahl der Angriffe auf die Grünen dramatisch. Eine entsprechende Grafik war auch im Mai bereits in der Tagesschau gezeigt worden. Angriffe erleben bundesweit Politiker aller Parteien. 2023 traf es am häufigsten Amts- und Mandatsträger der Grünen mit 1219 Angriffen. Meint sowohl tätliche Angriffe als auch Beleidigungen und Bedrohungen. Bei der AfD waren es 478, bei der SPD 420, bei der FDP 299, bei der CDU-CSU 295 und bei der Linken 79 Angriffe. Die hier zumindest im Nebensatz gelieferte wichtige Info, dass auch sogenannte Äußerungsdelikte, also etwa Beleidigungen, in der Statistik mit drin sind, ist ganz entscheidend, wurde aber in der Doku unterschlagen. Denn tatsächlich liegt bei den reinen Gewaltdelikten, also körperlichen Angriffen, die AfD weiter auf Platz 1. Dieses nicht ganz unwichtige Detail einfach wegzulassen, ist entweder grob fahrlässig oder journalistisch miserable Arbeit. Beides ist kein Ruhmesblatt für die ARD. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen, dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack TV. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.